Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Until Dawn weiter und wir dürften eigentlich immer noch mit Mike im Sanatorium unterwegs sein, auf der Suche nach Josh. Aber weil wir Josh nicht finden, legen wir uns stattdessen lieber mit ein paar Wendigos an. Und das passt dann auch schon. Ah, wie, wo, okay, ich bin verwirrt. Mike, Ash, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht nicht gut aus da oben. Ash, komm schon, wir müssen runter in den Keller. Tut mir so leid. Ash, es tut mir so leid. Okay. Setz dich doch am besten hin. Ich bin okay, Sam. Okay. Was ist mit diesem alten Kerl? Keine Spur von ihm. Halt! Gott, was ist das? Ja! Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M! Alter! Fuck, ich kann das nicht. Oh Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Ja, okay. Gut, das war jetzt ein bisschen... Es wirkte ein bisschen random, dass das jetzt nochmal kam. Ich habe jetzt eben gerade auch gedacht, dass das Spiel nicht richtig gespeichert hätte oder so. Aber genau an dem Punkt hatten wir das letzte Mal aufgehört. Ich erinnere mich. Nee, ist alles richtig. Das war die schwere, massive Tür. Wir hatten die zugemacht. Dahinter waren die Wendigos. Ist alles klar. Alles in Ordnung. Okay. Das ist seltsam. Normalerweise, wenn ich den Spielstand geladen hatte, da kam doch dann auch nicht mehr so diese Zusammenfassung. Zumal sie jetzt zu dem Zeitpunkt eher... Also wir hatten sie nicht wirklich benötigt. Was zum Teufel? Habe ich da oben was gesehen? Eventuell ja, eventuell nein. Ich bin ein wenig irritiert. Was soll's? Wir gehen jedenfalls weiter mit Mike. Immer unserem Hund nach, hoffe ich, glaube ich, denke ich. Der jetzt irgendwie gerade die Mücke gemacht hat, so wie es scheint. Und ich wäre sehr froh, wenn ich dann links und rechts vielleicht mal wieder was finden würde oder so. Sind hier noch einige Dinge offen? Theoretisch. Ich glaube aber, für den ersten Spieldurchgang habe ich eigentlich ganz gut gesammelt. Ich meine, ist doch klar, dass man nicht die 100% erreicht, wenn man das allererste Mal spielt, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. In dem Zusammenhang übrigens auch, ich weiß noch nicht genau, wie ich dann jetzt weiterverfahre, wenn ich jetzt den eigentlichen Abspann des Spiels erreicht habe. Weil ich werde ja nicht das gute Ende erreicht haben. Es sind zu viele Leute gestorben, bla bla bla. Keine Ahnung. Es wurde ja schon gesagt, dass ich eventuell dann ja in einem Stream den Rest machen könnte. Momentan favorisiere ich eigentlich auch diese Idee. Aber, na gut. Lasst mich mal machen, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie ich da gerade dann Bock drauf habe oder so. Ansonsten, also für mich privat hätte ich es dann weitergespielt, ja. Ob ich es dann generell alles... Also im Let's Play wäre mir das dann, glaube ich, auch zu dröge. Wirklich alle Routen dann nochmal durchzugehen und so weiter. Aber... In einem Stream könnte ich mir das eventuell nochmal gefallen lassen. Da nochmal alles auszuprobieren und dann vielleicht sogar alle Trophäen zu holen oder so? Keine Ahnung. Könnte man ja auch mal machen, ne? So, hier. Die Platin-Trophäe in Until Dawn erreichen. Kann ja nicht so schwer sein. Kommt im Endeffekt nur auf das eine oder andere Quicktime-Event an, könnte ich mir zumindest vorstellen. So. In jedem Fall wieder ein... Auch wenn wir die Wendigos die ganze Zeit kreischen hören, ein weitestgehend ruhiger Abschnitt, den wir hier jetzt mal wieder erforschen dürfen. Mike weiß vermutlich auch nicht so richtig, wie ihm geschieht. Aha. Ja, und die Wendigos, sie verfolgen uns weiter. Huhuhu. Wo ist der Hund? Kann nicht so weit vorausgelaufen sein, oder? Na gut, aber ich habe schon mal gesagt, wenn der Hund einigermaßen klug ist, dann wird er ja Abstand zu Mike halten. Als alles andere. Aber naja. Gibt zu wenig zu erforschen momentan. Links und rechts. Keine Wege. Richtig!
verbarrikadieren. Du müsstest hier aufhalten. Hoffe ich. Hey, Kumpel. Komm runter. Ist gut. Okidoki, Kleiner. Dann sehen wir uns später, ja? Wie ist der Hund da? Nein. Weil wir hatten die Tür doch gerade erst aufgeschossen. Seltsam. Na gut, das stimmt. Oh oh. Okay. Ich hatte es gerade noch so überlegt. Ist es so klug, wirklich auf was anderes zu schießen? Aber naja. Das ist so geil. Der Fluch ist von ihnen genommen. Oder so. Oder was sollte das jetzt? Sehr seltsam. Oh, welch Überraschung. Zum Glück konnte ich überhaupt gar nicht damit rechnen, dass Jessica noch lebt, denn ich wurde ja nicht von euch gespoilert. Aber naja. Okay, ja, gut. Also, ja. Sie lebt also noch. Okay, schön. Wäre mir lieber gewesen, wenn ich es nicht gewusst hätte, aber naja. Oh mein Gott, das stimmt. Diese Jacke sieht absolut furchtbar aus. Ashley, Tunnel zum Sanatorium. Wundervoll. Okay, ja, der kleine Schwenk zu Jessica. Interessant natürlich, dass sie den Sturz tatsächlich überlebt hat. Ja, hätte ich jetzt in der Form natürlich auch nicht vermutet oder gedacht. Bis ich halt gespoilert wurde, wie gesagt. Und, naja, wie weit kann ich denn mit Ashley bitte schön zurückgehen? Hallo? Hallo? Passiert hier jetzt gleich was Easter Egg-mäßiges, weil ich immer weiter zurückgehe? Das wäre total lustig, wenn ich jetzt gleich sterben würde. Weil ich mich nicht spielkonform verhalte. Aber nee. Ach, so witzig ist das Spiel leider nicht. Na gut, dann halt nicht. Hätte ja sein können. Hätte ja auch sein können, dass man da vielleicht noch irgendwas findet oder so. Trotzdem, also interessant. Einfach aus der Warte heraus, dass Jessica so lange aus dem Spiel quasi gesehen genommen wurde und man natürlich die ganze Zeit dachte, dass sie tot ist. Und früher oder später werden wir jetzt wahrscheinlich dann nochmal in ihre Rolle schlüpfen dürfen. Das ist hier wirklich faszinierend. Und, ja. Sie war jetzt anscheinend längere Zeit bewusstlos oder so. Aufgrund des Sturzes nachvollziehbar. Und man darf jetzt gespannt sein, wie es da weitergeht. Mike wird sich mit Sicherheit freuen, sofern er sie dann tatsächlich nochmal sieht. Es wäre jetzt natürlich doppelt tragisch, wenn wir es nicht schaffen würden, irgendwie mit Jessica lebend zu entkommen. Ich meine, sie hat quasi eine zweite Chance bekommen. Da wollen wir diese zweite Chance auch nutzen. So. Wo sind die anderen jetzt? Die sind sehr weit vorausgegangen. Bei dieser Kameraperspektive hier sieht man so gut wie gar nichts. Soll das nur eine komische Kamera sein? Oder soll das hier bedeuten, dass uns irgendetwas auf den Rohren da oben verfolgt? Könnte nämlich auch sein. Aber naja. Ist da links ein Gang gewesen? Könnte ich mich hier umgucken? Ah! Ja, was haben wir denn hier? Ist das eventuell mal wieder ein Totem? Gefahr-Totem. Okay, das sah aus wie Zombie-Josh. Entweder das,
Oder ihm ging es einfach nicht besonders gut. Ich weiß noch nicht genau. Sie sind jetzt auch schon fast so richtig... Also, naja, das war mir jetzt fast schon zu viel des Guten. Da wäre mir fast lieber gewesen, wenn ich das Totem nicht gesehen hätte, aber na gut. Wie dem auch sei. Ich schaue links, ich schaue rechts. Ich schaue, ob es hier noch irgendwas gibt. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Shit. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Warum genau leuchtet Sam eigentlich so auf ihrer Stirn? Hat sie sich ihre Handytaschenlampe auf der Stirn festgetaped oder was? Das leuchtet mir noch nicht so hundertprozentig ein. Hier links kann ich nicht durch. Ja, durch den Gullideckel. Das ist eine super Idee. Hier hinten ist noch irgendwas. Hallo? So. Kann selber nochmal probieren. Hätte ja sein können, dass Sam einfach nur zu schmächtig ist. Und die Tür deswegen nicht aufbekommt. Aber nein. Zu ist zu. Na gut, Mädels. Dann, wir könnten jetzt einfach wieder zurückgehen in unseren Schutzraum und warten, bis es hell wird. Oder aber, wir klettern vollkommen unbedarfterweise hier durch diesen Gullideckel nach unten. Was soll schon schief gehen? Halt! Hey! Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Na dann. Ich bin gespannt. Okay. Gott. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. Viel Spaß, Sam. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Ich bin noch nicht so überzeugt davon. Wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Irgendwie habe ich gerade Angst. Wenn die jetzt sehr dumm sind, dann haben sie sich gerade eingeschlossen. Jetzt können sie nicht mehr so leicht verfolgt werden. Aber sie können jetzt auch nicht mehr so leicht entkommen. Man sollte bei solchen Aktionen irgendwie das Für und Wider ein bisschen abwägen. Hallo? Irgendwer? Irgendwo? Irgendwann? Ach, ist schon erstaunlich, was die hier alles so gebuddelt haben in den Berg hinein, oder? Muss eine mordsmäßige Arbeit gewesen sein. Aber naja. Doop, die doop, die doop, die doop. Mit meiner Taschenlampe leuchte ich herum. Und die Taschenlampe. Hallo? Was war das? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Stimme untersuchen zur Gruppe. Das ist so eine Entscheidung. Es wäre ja irgendwie verlockend. Also, ich würde zur Gruppe gehen. Aber der Spannung wegen untersuche ich mal die Stimme. Das ist völlig verrückt. Richtig. Jessica. Oh.
Jessica, bist du das? Entweder das oder ein Wendigo in seiner natürlichen Umgebung, der einfach nur die Stimme von Jessica sehr gut nachahmt. Wenn ja, dann bin ich gleich tot. Was zum Teufel? Was rumort da jetzt so? Was ist? Nicht so laut rumoren! Oh Gott. Oh nein. Nein. Warum nein? Was ist denn hier? Ach, ist wieder ein Totem? Mein Lieblingstotem, natürlich. Verlusttotem. Ich habe jetzt nicht so genau wahrgenommen, war das Mike? Oder wen haben wir da jetzt verloren? Ich glaube, es war ein Kerl. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ist das jetzt so gut? Schön, ich gehe an das Ding ran und es hört auf einmal auf zu rumoren. Oder hätte ich mich jetzt lieber noch weiter umgucken sollen? Verdammt. Ach, wir machen jetzt einfach. Ist in Ordnung. Und bitte. Hoppla. Wow. Wow. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Es war sehr blauäugig und dumm von mir. Zugegebenermaßen. Aber ich hatte eigentlich wirklich damit gerechnet, dass ich eher Jessica... Boah, das Spiel ist ja fies. Damit rechnet man doch in dem Moment nicht. Man sollte damit rechnen. Aber damit rechne ich doch nicht. Halleluja. War das Josh? Wer lebt denn jetzt überhaupt noch? Toll. Shit, Sackgasse. Nein, ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Ist das ein Scherz? Geh zurück zur Lodge. Sollten wir nicht zusammenbleiben? Sam! Tut mir leid. Sorry, ich muss schnell zu Mike. Mit dir oder ohne dich. Komm einfach zurück, okay? Tja, irgendwie nicht. Na gut, dann müssen wir halt zu Mike. Und dass Sam eine begnadete Kletterin ist, kann sie natürlich idealerweise so richtig klettern, dass das auch funktioniert. Wow. Sehr intelligent. Gut, dann springen wir halt. Wäre schön, wenn ich sowas mal gleich schaffen würde, ne? Komm schon. Weiter springen. Wir sind ein springendes Feld. Schön machst du das, Sam. Geschafft. Ich habe es voll drauf. Ja, und Emily lassen wir jetzt einfach zurück, weil ist so. Sehr intelligent. Wirklich. Herausragend. Ich bin begeistert von unseren wunderbaren Charakteren. Sie stören sich auch nicht wirklich daran, dass Ashley fehlt und so. Lalala. Ach, was soll's. Wird schon stimmen, passen, wie auch immer. Ja, ist schon richtig so. So, was haben wir hier? Springen? Was? Nein, ich dachte ja, was zum Untersuchen. Ich bin so dumm.
Ich will wieder zurück. Verdammt nochmal. Na gut, wird schon richtig sein. Das ist eine richtige Grubenlampe oder so, oder? Ich finde das total lustig, dass sie jetzt hier im Startbildschirm auch ist. Das ist eine richtige Grubenlampe, die sie da um ihren Kopf trägt. Ich glaube. Wobei das festgepappte Handy wäre mir irgendwie fast lieber gewesen. Hätte irgendwie, wäre lustiger. Egal. Gut, ja, interessante Folge. Durch meine absolute Unbedarftheit habe ich Ashley verloren, was sehr dumm war. Und ich fühle mich ein bisschen schlecht deswegen. Aber nur ein bisschen. Na gut. So, wie gesagt, wen haben wir jetzt noch? Wir haben eigentlich... Sieht man das eigentlich mittlerweile? Nee, oder? Nee, hätte sein können, dass einige Namen durchgestrichen worden wären oder so. Aber da haben wir leider kein Glück. Also, Ashley ist nicht mehr da, Chris ist nicht mehr da, Matt ist nicht mehr da. Und die anderen leben überraschenderweise noch. Noch! Das muss ja nichts bedeuten. Mal gucken, wen wir beim nächsten Mal verlieren oder auch nicht verlieren. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.